Die Marschbahnstrecke zwischen dem Festland und Sylt soll zukünftig zweigleisig ausgebaut werden. Zwischen Nibül und Klangsbüll und zwischen Morsum und Keitum ist sie nur eingleisig befahrbar. Entgegenkommende Züge können nur in den Bahnhöfen Klangsbüll, Morsum, Keitum und auf dem Hindenburgdamm aneinander vorbeifahren. Nur so können Engpässe und Verspätungen nach Ansicht des Verkehrsministers des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Bernd Buchholz, langfristig gemindert werden. Das Land SH schiebt nun die 2,5 bis 3 Millionen Euro teuren Vorplanungen an. Die Mittel kommen aus dem Sondervermögen Moin SH. Bei einer Sondersitzung des Nordfriesischen Kreistages am letzten Montag, bei dem es auch um die derzeit katastrophalen Zustände für die Syltpendler ging, teilte Minister Buchholz die Vorfinanzierung durch das Land SH mit. Der Minister rief alle politischen Kräfte auf, den zweigleisigen Ausbau in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu unterstützen.